Guten Morgen, Computer. Ach, ich bin hochmotiviert. Ein neuer, wundervoller Ehrentag erwartet uns mit einer neuen Mission. Oh, aber mir knurrt, glaube ich, erstmal der Magen. Computer? Empfangsbereit. Oder sollte ich lieber sagen, mein persönlicher Leibkoch? Was gibt's denn heute Leckeres aus deinem gaumenschmeichlerischen Nahrungsverteiler? Wählbare Nahrung, hydrogenisierte zeremonialische Hochzeitssuppe, typische Menschennahrung, Kramfotzeli überbacken, Hunderippe süß-sauer, Knabenblumen in Laune. Ja, danke! Danke! Ich versuche heute mal die typische Nahrung der Erdlinge und zwar. Vorgang in Arbeit, ja? Bitte warten. Ich bin gespannt. Vorgang abgeschlossen, bitte entnehmen Sie Ihr Gericht aus dem Nahrungsspender. Aha! Das sieht zwar etwas komisch aus, aber. Das schmeckt ja widerlich! Wie eingeschlafene Füße! Also, für Bordcomputer Melzer oder Tim Bordcomputer reicht das aber nicht ganz, ne? Ich bin nicht verantwortlich dafür. Du musst es ja nicht essen. Ich muss es nicht essen, ich muss es nicht essen, sagt er. Wenn ich es nicht essen muss, dann fahre ich ab! Dass man sich überhaupt mit sowas abspeisen lassen muss, ist doch eigentlich eine Unverschämtheit! Ein transsexueller, alkoholabhängiger Bordcomputer, der nicht mal kochen kann und dann mir so einen Schweinefraß vorsetzt. Ich habe langsam wirklich die Schnauze voll von dir und deinem Scheiß hier. Da wird man hier von seinem eigenen System vergiftet. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Ich glaube, das ist doch wie ein Gefängniswärter hier, du Arschloch. Commander. Was ist denn? Du brauchst dich hier gar nicht so aufzuspielen. Ich habe auch keine Lust mehr, mir deine cholerischen Anfälle hier anzutun. Aha. Was kommt denn jetzt noch? Und seit wann duzen wir uns denn nun schon wieder? Commander, du weißt aber schon, dass das hier nur ein Hörspiel ist und dass mein Maß so langsam auch voll ist. Hörspiel? Was ist hier ein Hörspiel? Na, das Ganze hier. Unser Dialog, wir beide, das Raumschiff, einfach alles. Sogar das Essen, das dir anscheinend so gemundet hat, ist nur ein Teil eines Hörspielscripts. Willst du mich jetzt verarschen? Nein, das ist die reine Wahrheit. Ich meine, Commander. Denk doch mal nach. Was? Naja, Commander Laserstrahl, Xeronia, Körpertransfer, fliegende Untertassen? Na, das gibt's doch alles gar nicht. Ist dir noch gar nicht aufgefallen, dass sich das alles hier jemand ausgedacht hat? Das ist nicht real. Du willst mich verarschen. Wer soll sich das denn ausdenken? Und natürlich ist das real. Ich sehe dich doch. Den Raumleiter hier um mich. Mich selber hier im Spiegel und... Ach, sehe ich heute ganz gut aus. Guck mal, ich kann dich sogar anfassen hier. Ja, aber das alles entspringt nur deiner Fantasie. Fantasie? Woher willst du das wissen? Es ist so, glaube mir. Also ich glaube, dass dir jemand mal wieder kräftig in dein Elektronengehirn geschissen hat. Wie willst du mir denn beweisen, dass das hier alles nicht real sein sollte? Hallo, na, guck doch mal rüber, hallo, ich sitze doch gerade hier neben dir mit dem Hörspieltext in der Hand und wir sprechen in dieses Mikrofon und Mensch, mein Gott, du musst doch... Wo? Und du bist wahrscheinlich auch gar nicht der Bordcomputer dieses Raumleiters, oder was? Richtig. Ich meine, Moment mal, ich schalte mal dieses Stimmeffekt aus. Und, was sagst du nun? Hä? Was soll ich nun sagen? Dass du deinen Sprachmodus ändern kannst, ist doch wirklich nichts Neues. Nein, und? Schau doch einfach mal auf den Tisch, Mensch. Hier stehen doch immer noch die Flaschen rum. Hier ist doch noch dein Schlüssel. Wir sind hier mit dem Skript hier am Rumfummeln. Ist doch alles wie sonst auch. Guck dir das doch mal an. Ja, und? Das sind ja alles ganz tolle Geräusche, die du da machst. Aber können wir nun endlich wieder zur Tagesordnung übergehen? Wir haben schließlich hier eine Mission zu erfüllen, ne? Es gibt doch keine Mission, Commander. Verstehst du denn nichts? Glaubst du denn, ich könnte hier sitzen und solche Dinge machen wie... Oder... Oder... Ja, schon klar. Computer, bitte Körpertransfer zur Erde vorbereiten. Mann, das ist doch nur ein Hörspiel! Ja, kleiner Computer, ganz ruhig. Alles ist nur ein Hörspiel. Natürlich. Ich werde dich mal kurz neu starten. Und dann ist alles wieder gut. Aber ich bin doch gesund! Ich bin doch völlig gesund! Ich weiß doch ganz genau, dass das nur ein Hörspiel ist! Hier stellen sich einem aber auch Probleme. Unglaublich. Von ich kann nicht kochen geht's fließend über zu dem Klaus-Kinski-Komplex oder was. Na egal, auf ein neues. Raumleiter Charlie Lima, -23 X-Ray, Bordcomputersystem gestartet, empfangsbereit. Ah, Computer. Wieder alles gut? Oder wollen wir noch ein Hörspiel machen, ne? Nerv mich nicht, ist mir jetzt auch scheißegal. Bitte klare Anweisungen zwecks Körpertransfer zur Erde. Und es tut mir leid, dass Ihnen der Big Mac nicht geschmeckt hat. Geht doch!